wichtig, dass wir sie killen. Bauer! Ja! Ja! Och komm, nerv nicht. Ja, es ist mal wieder Zeit für so ein Video. Der Run 1 war ein Desaster. Die Runde 5 des Eclipse Tournaments war einfach zu hart. Ja, natürlich kommt ein Energieball. Was denn auch sonst? Der ganze Run, das ganze Tournament schien aussichtslos. Also alles ist hier, also du kannst ja nichts machen, wirklich. Aber wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich meist eine neue. Who the hell cares? Ja, gut, hat er auch wieder recht, juckt eigentlich keinen. Was soll's, neuer Run, neues Glück, würde ich sagen. Naja, die ersten Runden verliefen auch sehr entspannt. Wir haben gute Encounter bekommen, wir konnten besser planen durch unsere Vorkenntnisse des ersten Runs und auch die guten Matchups aufgrund einfach der guten Encounter, die wir bekommen haben, machten den Weg natürlich sehr einfach bis dahin. Ab der Runde 3 wird es dann auf jeden Fall spannend. Unsere Encounter bis zu diesem Zeitpunkt seht ihr hier auf dem Screen. Mit 4 Flug, 3 Pflanzen und 3 Wasser-Pokémon haben wir nicht gerade die Mega-Variabilität, aber Zubat ist extrem gut für unser Early-Game gewesen. In der Runde 3 sollte dann nicht mehr alles so entspannt und easy bleiben. Der Plan war nämlich folgender. Wir wollen Dustox mit Encore dazu führen, Toxic weiter einzusetzen. Danach können wir auf Lucario wechseln und ein-, zweimal Workup spammen, um danach alle zu one-shotten. Es war nicht das Schlimmste der Welt, muss man zugeben. Aber wie ihr hier an den Videos seht, es hätte auch unlucky ausgehen können und wir hätten hier mehrere Mons verlieren können. Jan Mega mit Speedboost und Bugbuzz sowie Air Slash macht natürlich massiven Damage. Deshalb mussten wir hier Tauboga leider opfern, um Lucario dann for free einwechseln zu können. Mit Lucario auf dem Feld konnten wir dann Aaron relativ entspannt besiegen und machten uns anschließend auf in Richtung der nächsten Challenge. Die Runde 4 war im Gegensatz zur Runde 3 eigentlich ein Freiwurf. Mit guten Matchups und einem Kapaloris, was Silvers für Relegator sehr entspannt besiegen kann, stand nichts zwischen uns und dem vierten Sieg im Eclipse Tournament. Nein, doch. Bei einem weiteren Trip zur Whatever-Ruine, kein Bock das zu recherchieren, mussten wir Team Sierra erneut stutzen. Und Harry, der uns so liebevoll verraten hat, auch noch die Fresse polieren. An der Stelle kann ich die Zeit einmal nutzen, um den Eclipse-Typen ein bisschen zu erklären. Vickervolt ist hier Eclipse-Käfer anstatt Elektro-Käfer. Der Eclipse-Typ ist gut gegen Unlicht, Fee und Pflanze. Warum auch immer, fragt mich nicht. Dagegen ist er schwach auf Feuer und Elektro. Vickervolt hätte jetzt hier eine Vierfachschwäche auf Feuer. Da ich aber keine Feuer-Pokémon in der Box habe, bediene ich mich einfach an der Gesteinsattacke. Nach stundenlangem Spielen haben wir es endlich durchs Early Game geschafft. Ein Tod in der dritten Runde und eine bessere Box als im Run 1 gibt mir eine bessere Möglichkeit für den anstehenden Fight gegen Barry. Die restlichen Encounter seit der Runde 3 sind zwar nicht die allerbesten, aber Staraptor und Evoli können uns in den nächsten Folgen deutlich weiterhelfen. Oh shit, here we go again. Okay, again gegen Barry. Wieder hier angekommen. Der Raptor diesmal sehr gefährlich. Mit Brave Bird und Double Edge. Wir können hier maximal auf Reflect gehen und hoffen. Dann wirklich nicht. Direkt dicken Damage. Wir kriegen dann Berry Juice rein. Die Frage ist, ob wir jetzt direkt hier hingehen oder nicht. Wir haben hier Rock Bomb. Ich weiß nicht, ob Rockbomb killt, deswegen müssen, glaube ich, ein Ancient Power riskieren. Ist jetzt? Okay, interessant. Okay. Wir kriegen einen Boost, aber es reicht, glaube ich, nicht, was Speed angeht, ne? Wir müssen jetzt switchen. Wenn er healt, ist es okay. Brave Bird, das ist gefährlich. Wir riskieren hier einen dicken Crit. Okay. Wir können auch Aura sperren im Falle, dass er wechselt. Jawohl. Jetzt sind wir schneller und wir können Pape killen. Das ist sehr wichtig. Sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Das ist sehr wichtig, dass wir Staraptor hier killen. Geil! Sehr geil, Alter. Das ist so wichtig, dass wir ihn killen. Hitmontop. So, Hitmontop ist fein. Der hat Toxic. Und Spikes. Am liebsten hätte ich jetzt gehabt, wenn er noch nicht
rauskommt, er wird wahrscheinlich jetzt Spikes legen. Aber es ist fein. Mit Spikes können wir dealen. Protect ist noch besser. Leaf Powder? Miss? Hm, das wäre schön gewesen. Leaf Powder Miss again? Weißt du was? Wir setten einfach jetzt ab. So, Bro. Er hat Leftovers, das ist fein. Jawohl. Leftover failed. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, jetzt kommt Rosa gerade raus mit Sludge Bomb. Können hier easy switchen. Sludge Bomb, okay. Die hat Life Orb. Wir haben kein Item, damit Acrobatics besser ist. Yes! Yes! So wichtig, dass wir sie killen! Boah! Ja! Ja! Aber auch verdient, Mann! Verdient! So verdient! So, Empoleon kommt jetzt wahrscheinlich mit Skeld. Kann auch Knockoff, wobei wir haben kein Item, also macht Knockoff keinen Sinn. Hm, danke. So, wir können Dynamic Punchen. Miss, okay. Dynamic Punch again, Miss again. Hypnose? Auch Miss. Das ist freudig. Flash Cannon kommt raus. Wir können auch wieder auf Venusaur gehen, I guess. Giga Drain. Ich hoffe auf guten Damage. Sehr gut. Flash Cannon again. Solange nicht crittet, ist es in Ordnung. Okay, Bro. Ja, kein Crit, aber wir konnten den Crit überleben. Wahrscheinlich ein sehr lower Roll. Die Frage ist, was wir jetzt machen. Wir können nicht noch einen tanken. Okay, wir müssen auf Ludicolo switchen. Kriegt ein bisschen Damage von Spikes. Ist okay. Takeout für ein bisschen Damage. Nur ein bisschen chippen. Jetzt Giga Drain, Miracle Seed. Come on, Bro. Das reicht nicht ganz. Aber fein. Healed, wir hätten jetzt Leech Seeden können. Egal. Wir können nochmal Giga Drain. Und jetzt Leech Seeden. Evaded. Noch ein Giga Drain. Ich mache jetzt natürlich weniger Damage. Jetzt können wir killen. Boom! So sieht's aus, Alter! Geil, Junge! Geil! Barry, dich haben wir vernichtet, Bro! Stop it! Get some help! Hau ab nach Sinnoh, Alter! Come on, Bro! Quatschkopf! So ein Quatschkopf, wirklich! Yes! Maul! Jawoll! It's me again, it's me again! It's Hunty again! Sehr gut! So, geil! Hoffentlich kommen wir nicht direkt jetzt hier in einen Fight! Hey! Oh ne, Alter! Ja, ich habe mich schon mal gesehen! A drink somewhere or pick up some food to celebrate? Ah, sorry! Ja, Business! Stay focused, guys, stay focused. Okay, haben wir Nummern ausgetauscht, korrekt. Kommt auch noch sie. Ja, komm. Okay.
Boah, jetzt müssen wir hier wieder irgendwelche Szenen machen. Ah, kommt. Location, mhm. Jetzt müssen wir da nach oben rechts, okay. Alles klar. Mach mal. Nee, top. Location 3 hört sich gut an. Mach mal, mach mal. Ja, jetzt komm. Let's go. Alles klar. Würde ich sagen, wir beenden die Folge hier. Es war natürlich jetzt eine kleine Catch-up-Folge. Ne, wir sind wieder da, wo wir aufgehört haben. Das heißt, nächste Folge geht's weiter. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao, ciao. We'll be right back.